Wir erträumen alle das Gleiche. Ein schönes, ruhiges Leben, eine glückliche Familie, ein Zuhause, Freunde, auf die man zählen kann. Ich hatte das Glück, das alles zu haben. Und noch mehr. Nach den Überfällen in Saint-Étienne, Vénissieux, Clermont-Ferrand und Annecy wurde ein neuer Rekord erreicht. Mit 20 war mir das noch nicht klar. Aber die Würfel waren gefallen. Deine Vergangenheit wirst du niemals los. Und sie nagt an dir bis zum Untergang. Wer ist dieser Mann, Mama? Dein Großvater. Serge ist von den Bullen geschnappt worden. Spar dir dein Gequatsche, Kommissar. Ich sage nichts. In der Hoffnung worauf? Dass Maman seinen Arsch bewegt, um dich herauszuholen? Was willst du machen? Die Polizeiwache mit Raketenwerfern angreifen? Wenn du nicht mehr die Eier dafür hast, machen wir das für dich. Wann können wir deine Leute treffen? Wann du willst. Dann will ich jetzt. Ich will nur hoffen, dass du bei dieser Schweinerei nicht das Kommando hattest. Seit über 25 Jahren kommandiere ich nichts mehr. Ich habe schon mal fast 3 Jahre für dich gesessen, weil ich dich liebe. Das war normal. Alles im Namen der heiligen Männerfreundschaft. Das für ein Stück Scheiße. Warum nur machst du all das für dieses Arschloch? Weil er für mich wie ein Bruder ist. Heute weiß ich nicht mehr, was normal ist. Es ist normal, einen Ehrenkodex zu haben und sich dran zu halten, egal wie hoch das Risiko ist. Wenn ich nichts gemacht hätte, hätte ich nie wieder ruhig schlafen können. Nur mein der Gedanke, wie Serge in seinem Loch verreckt. Mir ist Serge egal. Ich will es nicht lockern. Ich mach dir das Leben zur Hölle, bis du mich zu deinem Kumpel führst. Bis dahin wirst du alles verlieren. Deine Frau, dein Zuhause, deine Kinder und deine Enkel. Dazu solltest du eines wissen, Kommissar. Sollte ich wirklich das alles verlieren, dann werde ich mich wehren.